Gewaltige Altersarmut vorprogrammiert. 14 Millionen Menschen leben in Deutschland in Armut. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, erschreckende Zahlen, die der Paritätische Gesamtverband hier veröffentlichte. Ich gehe da schon mal ganz schnell rein in die Pressemitteilung oder in die Mitteilung des Paritätischen Armutsberichtes. Da muss man ganz ehrlich sagen, da wird einem Himmel Angst und Bange. Fast 17% der gesamten deutschen Bevölkerung waren in Deutschland, das sind 14 Millionen Menschen im Jahr 2022 direkt von Armut betroffen. Davon jedes fünfte Kind und völlig unnötig zum Teil hier. Ich zeige Ihnen gleich, warum das so ist. Meine Damen und Herren, gehen wir einfach hier mal in diesen Bericht rein. Ich mache den ein bisschen größer, dass Sie das auch gut sehen können. Der Paritätische Armutsbericht 2024 sagt ganz klar: Armut in der Inflation, Armut in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau. Das ist das Ergebnis dieses Armutsberichts des Paritätischen Gesamtverbandes. 16,8%, so also fast 17% der gesamten Bevölkerung leben nach den jüngsten Zahlen in Armut. Wobei es natürlich im Vergleich zu den Bundesländern regional deutliche Unterschiede gibt. Fast zwei Drittel der Erwachsenenarmen gehen entweder einer Arbeit nach oder sind in Rente oder in Pension. Ein Fünftel davon sind Kinder. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben eine extrem hohe Kinderarmut in Deutschland. Ein so reiches Land wie wir leistet sich Kinderarmut. Das ist wirklich eine Schande, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob ich dem Paritätischen Verband folgen soll, dass er da Besserungen sieht. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Die Befunde sind wirklich aus meiner Sicht auch völlig durchwachsen. Ich gebe auch keinen Grund zur Entwarnung. Das kann ich Ihnen gleich sagen, so wie es ist. Da folge ich auch der Einschätzung des Hauptgeschäftsführers des Paritätischen Gesamtverbandes, Herrn Schneider. Zwar scheint es wohl so, dass der Armutstrend in der Bundesrepublik gestoppt ist, aber er ist noch lange nicht beendet. Wenn ich mir angucke, bei einem Mindestlohn von 12,41 € und den sich daraus ergebenden Folgen für eine Altersrente oder für eine Rente später einmal, kann man wirklich einfach nur sagen, das ist alles wirklich hanebüchender Irrsinn, den wir uns hier in Deutschland leisten. Wir haben 14,2 Millionen Menschen in diesem reichen Land, die werden zu den Armen gezählt. 2022 waren es damit fast 1 Million Menschen mehr, die von Armut betroffen sind, als vor der Pandemie und Energiekrise im Jahr 2019 und 2,7 Millionen Menschen mehr als im Jahr 2006. Also meine Damen und Herren, die Pandemie und die Energiekrise hat hier nochmal für einen massigen Auftrieb gesorgt, dass immer mehr Menschen in Armut gefallen sind. Natürlich ist es so, alleinerziehende Mütter mit Kindern, kinderreiche Familien oder Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen sind besonders von Armut betroffen. Auf einen traurigen Rekordwert kann man wirklich nur hinweisen, ist die Kinderarmut. Mehr als jedes fünfte Kind ist mittlerweile von Armut betroffen. 21,8% unter den Alleinerziehenden lag die Armutsquote bei sage und schreibe 43,2%. Das sind wirklich bittere Ergebnisse. Und ich kann einfach nur sagen, da hängt auch vieles im Argen bei der Bundesregierung, die es bis heute nicht geschafft hat, zum Beispiel genügend Kinderbetreuungsplätze zu organisieren. Viele Mütter und viele Väter, die Kinder erziehen, müssen in Teilzeit verharren. Sie können also nicht mehr verdienen und werden dann auch über die Teilzeit letztendlich dann auch im Alter Armutsfälle werden. Also meine Damen und Herren, ich kann nur eins sagen, Löhne nach oben. Endlich Kindergartenplätze schaffen, endlich gute Bildung organisieren in Deutschland. Wir haben wirklich ein grottenschlechtes Bildungssystem in Deutschland. Da müssten wir viele, viele Milliarden rein investieren, auch gute Lehrer ausbilden, gute Lehrer und gute Lehrerinnen ausbilden, viel mehr dafür tun, als immer nur große Reden im Bundestag schwingen, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland
So gut wie keine Bodenschätze, außer ein bisschen Steinkohle und ein bisschen Braunkohle. Das will ich jetzt mal nicht verniedlichen. Da haben wir sicherlich noch einiges in der Erde rumliegen. Aber letzten Endes, wir haben doch nur eines in Deutschland, nämlich unsere Köpfe, unser Wissen, unsere Klugheit. Und deshalb kann ich nur sagen, Bildung ist, wer gut gebildet ist, ist halt eben nicht von Armut so oft betroffen wie zum Beispiel Menschen mit schlechterer Bildung. Und deswegen dürfen wir es in Deutschland gar nicht erst so weit kommen lassen, dass wir hier Armut haben, vor allen Dingen Armut unter den Kindern. Das ist nur noch zum Wegschämen. Und da kann ich mich eigentlich nur für alle Menschen in Deutschland, die davon betroffen sind, entschuldigen, dass es sowas überhaupt möglich ist in diesem reichen Land, dass Kinder arm sind, dass Menschen, die kein Geld haben, zum Beispiel Schlange stehen bei den Essensküchen oder Flaschen suchen müssen und, und. Das ist wirklich fürchterlich und das ist für mich als Rentenberater und Sozialrechtler ein unerträglicher Zustand. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.